Und hallo Leute, herzlich willkommen zu einem Podcast, oder Guido? Ich glaube schon. Nach langer, langer, langer Zeit gibt es mal wieder eine neue, coole Podcast-Folge von mir und den komischen Guido, ne? Du meinst wohl von mir und den komischen Christian. Kann auch sein, genau. Und zwar, Guido, fangen wir mit dem einfachen Thema an. Wie läuft es bei dir in der Schule? Oh, richtig geil. Ich habe mündliche Noten bekommen. Ja. Bisher überall, wo ich mündliche Noten bekommen habe, habe ich eine 2. Oh, das ist nicht so gut. Warum ist eine 2 nicht so gut? Oh, ich Du habe musst aber eine eine Eins haben. wiederbekommen. Ich habe aber eine Nein. 2 wiederbekommen. Latein reden wir nicht Oh. drüber. Und Mathe. Mathe? Sechs? 3. 3. Oh. Hast du Arbeiten wiederbekriegt? Also Kunst werde ich wiederbekommen, Freitag. Da sieht nicht so gut aus. Ich glaube 4, weil ich habe nur die letzte In Aufgabe Kunst gemacht. eine 4. Ja, na klar. Ich bin doch kein Künstler, oder sehe ich wie ein Künstler aus? Du bist Kuscher Nikolaus, du bist Künstler. Ja, sonst bei mir, ich habe Spaß. Englisch 3 mündlich. Aber Englisch 3, schlecht. Dankeschön. Emil hat auch Bitteschön. eine 3, Pepa hat eine 2 mit Englisch und mündlich. Und Emils Problem war in Englisch, weil wie kann er denn eine 3 haben, wenn die Lehrerin schon sagt, dass er sich nicht mehr melden darf für die Stunde, weil er sich für die Stunde zu viel gemeldet hat? Wie kann der eine 3 haben, wenn sein Nachname Englisch ist? Auch. Das geht ja überhaupt nicht, oder? Nee, Also, also das ich macht finde man das echt nicht. eine Frechheit. Und heute in Mathe, wurde unser, hat unser, also unser Mathelehrer, der verbindet sein iPad, sein Pro ist das, glaube ich, mit der, da, mit dem Beamer, weißt du? Und dann mal zeichnet er, da macht er seine Mathe-Sachen da drauf und so ist halt viel einfacher, da muss er die Tafel nicht so, da müssen wir die nicht putzen, so, weißt du? Was macht unser Und, Mathelehrer auch? ja, wie Ab, heißt euer wen habt ihr in Mathelehrer? Mathe? Ich habe Herr ja Schwimmer. Kronabel. Ne, habe ich nicht. Und dann wurde der auf dem Handy angerufen und da, glaube ich, sein Handy verbunden hat mit dem iPad oder ich weiß nicht, warum sonst, wurde die Nummer angezeigt, so weißt du. Und er ist Ja. drangegangen und das war sein, ich weiß nicht, ob sein Sohn in den Kindergarten geht oder in der Schule, ich glaube, er Kindergarten. Es war das Kindergarten. Und er wurde angerufen und dann musste der seinen Sohn abholen, weil der sich irgendwie, jetzt irgendwie beim Turnen runtergefallen habe ich irgendwie oder irgendwie sowas. Ist Und beim Ton dann. runtergefallen. Ja, genau. Und Erdbeben. nein, das war ein ganz süßer. Und dann mussten wir der Rest der Stunde alleine bleiben. Das war, wir hatten, also die erste Stunde hatten wir frei, zweite hatten wir dann noch Deutsch, dann dritte Englisch und vierte hatten wir dann Mathe. Also es war nur so keine Doppelstunde, weißt du? Aha. Und genau. Und dann ist er weggegangen, er ist kurz rausgegangen, wollte das mit seiner Frau klären, so, weißt du? Ob seine Frau die seinen Sohn abgeholt oder ob er ihn abholt, er musste ihn abholen. Und wir waren, hatten wir Aufgaben bekommen und mussten die dann halt machen, während der weg war. Und am Ende der schon die letzten 10 Minuten ist der, haben wir seinen Sohn gesehen, weil der ist kurz rein, er hat kurz reingeguckt, in, ob alles läuft. Und er hat, dann ist er auf, seinen, auf die Mutter von dem Sohn, also auf seine Frau, hat er dann draußen gewartet, glaube ich. Und ja, das war dann die Mathestunde. Krass. Bei dir? Dankeschön. Bei mir? Ja. Ja, Weiß erzähl ich mal. nicht. Gibt eigentlich nichts Neues. Nee. Nee. So, Leute, da musste ein kurzer Cut. Können weitermachen. Guido, wo waren wir jetzt? Mir ist Ich ein habe neues den Blick. Thema eingefallen. Ja, okay, erklär. Erzähl. Ich brauche Ja. YouTube Premium. Wozu braucht man denn YouTube Premium? Ich habe mal Adblocker benutzt und YouTube macht jetzt, sagt jetzt, nee, nee, darfst du nicht Du mehr wurdest benutzen. gebannt. Nein, ich wurde nicht gebannt. Oh, schade. Aber ich finde es richtig kacke jetzt. Jetzt habe ich mal Werbung und was, glaube ich, neu dazugekommen ist. Du kannst bei einigen Videos nicht mehr die volle Qualität gucken. Ohne Premium. Wie man kann nicht, ich habe nur so, Also ich ich habe habe sowieso einen vorhin ein Full Video HD geguckt, Video da wollte Monitor. ich wollte vorhin ein Video gucken und da habe ich auf HD gestellt.
Na, Standard HD mit höherer Frequenz nur für Premium. Ja, das ist ja wahrscheinlich nur, dann macht YouTube so, dass die Qualität besser halt. Nicht vom Video. Ich glaube, du kannst trotzdem die maximale Dings von dem Video gucken, aber kannst noch besser gucken, wenn du Premium hast halt. Ja, das ist voll kacke. Ich will noch besser gucken, aber ich bin so geizig, 10 Euro dafür im Monat aus. So Leute, Entschuldigung, da muss er wieder kurzer Cut hin. Wir haben hier technische Probleme. Hiro, wo Technische waren wir Probleme jetzt? namens Geschwister? So. Weiß ich nicht. Ich weiß nur noch, dass wir bei YouTube Premium waren. Ich glaube, das Thema Genau, war ja. durch. Ja, du willst jetzt YouTube Premium, bist aber zu komisch, um 10 Euro dafür auszugeben, so wie bei Spotify. Die Preise wurden ja auch nochmal höher gemacht. Ja, aber Spotify ist ja noch okay. Nicht, ist nicht okay. Ich habe keinen 10 Euro. Ich habe nicht, weil ich will ja jetzt einen Lidl-Job machen, ne? Nee, Und stimmt, Job, ich wurde abgeliehen. Aber ja. ich kann neuen kriegen durch meine Schwester, da wo die früher gearbeitet hat. Also Saro Ja, hat die schon ja, ja, angeschrieben, ja. hat gesagt, ey, da muss ich auch noch anrufen. Christian, ich habe gar keine Zeit für dich. Das ist nicht so schlimm, obwohl eigentlich Hab schon. Stress. Und da verdiene ich ja so um, also 14 Euro pro Stunde. Und wenn ich dann so um die 8 Stunden arbeite, habe ich dann um die 700 Euro. Und wenn ich dann immer jeden Monat 10 Euro für Premium ausgeben muss von diesen 700 Euro, dann kaufe ich mir nie ein Motorrad. Ich werde gerade angerufen. Ja, schade, wir Ich machen habe kurz. abgelehnt. Ach so, dann ist ja okay. Ich dachte, ich wollte gerade einen Cut machen, aber dann okay. Ja, oh, ich Okay, lehne Leute. dreimal ab. Er sagt ja, nö. Kurzer Cut, wir sehen uns gleich. Er hat So, mir Leute. geschrieben. Giro geht nicht ran. Ihm hat er gesch wurde geschrieben. So. Nächstes Thema wäre dann. Willst du mit mir nach Dortmund kommen? Warum soll ich mit dir nach Dortmund gehen? Wegen Was ist meinem in Crush. Dortmund? Mein Crush. Nein. Aber ich will da nicht alleine hin. Wir nehmen so morgens die Fahrräder mit nach Dortmund in den Zug. Fahre dann mit dem Zug nach Dortmund. Genau. Ja. Ja. Damit du, wer ist das nochmal? Ja. Wen willst du sehen? Wart kurz, Kilo. So, Leute, Entschuldigung für den siebten Cut für die Folge. Siebter Grad gemacht. Willst du jetzt mit mir nach Dortmund? Also, das ist keine Frage. Du willst mit Junge, mir ich nach werde wieder Dortmund. angerufen. Ich hasse diesen Jungen. Soll ich jetzt noch siebten, achten, neunten Cut machen, Guido? Das ist ein einziger Scheiß-Podcast. Jetzt lehn ab. So. Kommst du mit mir nach Dortmund jetzt? Also ist eigentlich keine Frage, so weißt du. Du musst. Ich muss mit nach Dortmund. Und wie heißt die nochmal, die du sehen willst? Sag ich. Leise. Ist das nicht die Schwester von Meine Mama. die So. Schwester Meine von Tante. Du kannst es ja auspiepsen. Ist das Nein, nicht die kann ich nicht. Schwester von Du kannst es einfach nicht sagen. Wer wär's denn damit? ist Wieso sollte ich das mir Mühe machen, dass du das hier raus, dass du das hier aussprichst? Nix sagen, okay? Wenn wir dann zusammen sind irgendwann, was natürlich passieren wird, Träum weiter, dann. Junge. Wieso dran weiter? Wir müssen natürlich Samstag, da ist jeder draußen, schön in nach Dortmund, in Dortmund im Zentrum. Ja, und das wird ein wunderschöner Tag. Wir nehmen die Fahrräder mit, können da mit Fahrrädern da rumfahren. Wir können auch zu Fuß laufen, wenn du willst. Ist kein Problem für mich, aber ich dachte mir ein bisschen, ne? Geht schneller dann, weil wir müssen sowieso durch jede Straße fahren, damit wir die mal treffen. Und Ja, ja. du wirst sie nie mehr. Was machst du, wenn die gerade an den Tagen, wo wir da sind, dass die dann nicht draußen ist? Dann gehen wir irgendwann anders nochmal hin. Genau, Junge, die Chance. Junge, wenn du sie siehst, sagt sie zu dir, hau ab. Aber dann habe ich es ja zumindest versucht. Schreib hier eine Insta-DM. Was soll ich denn da schreiben? Das ist nur die Schwester von der. Hey, gibt's hier auf Insta? Ich guck das jetzt nach. Wie heißt sie nochmal, Christian? Hey! Oh, ich habe ein YouTube-Video bekommen, also wurde hochgeladen. Ah, alles klar, Betrüger. Ich wollte ja einen Erste-Hilfe-Kurs machen für meinen Führerschein, ne? Ja. N genau. Und der kostet einfach 50 Euro und ich möchte nicht für so einen Erste-Hilfe-Kurs 50 Euro Dein ausgeben. Erste-Hilfe-Kurs kostet 50 Euro. Ich habe schon einen und den habe ich kostenlos bekommen. Ja, ich wechsle zu THW. Du wechselst zu der. Ich folge da jetzt übrigens, Christian. Ich glaube, so Ja, schwer schön. hast du es nicht bei der. Ja? Die hat nur
So ganz wenig Follower. Ach so, okay, vielen Dank. Danke, dass du mir doch eine So Hoffnung machst. Um ungefähr. die 500.000 wahrscheinlich. Ja, 566.000. Ja, guck, wusste ich. War komplett geraten, aber wusste ich. Du Ja, folgst der und sogar. ja, natürlich folge ich der. Scheiße, Wieso ich nicht folge mal der ja wieder? wirklich. Du Ey. folgst der. Ja, na klar folge ich der. Immer wieder gern. Der eine neue Story heute. Nein, sonst hätte ich das Digga, ja wie gesehen. übertrieben ist die geschminkt? Egal, Das ich ist wollte nicht jetzt schlimm. fronten Also wir reden wieder. von Maxify. Ja, genau. Warte. Kann man denn, Maxify kann ist auch die man? Schwester von jemandem, Ah, man kann sehen, wen ich gefolgt habe. Das ist ja geil. ne? Ich folge da jetzt, by Kann the way, auch. man das ausstellen, dass man das sehen kann, dass man wen ich gefolgt habe? Nein. Das Digga, möchte wie ich heißt aber sie denn nicht. jetzt noch? Ich weiß Ich es bin. nicht. Ich muss wieder mit der Schwester. Jetzt reicht, irgendwann wissen die Leute das. Wer zwar. Okay, so schlimm ist das jetzt auch nicht, wenn ihr es wisst, aber einfach besser nicht, weil es privat geht, oder? Oder? Stumm Da geschaltetes privat. Konto. Okay. Anzahl der gefällt mir Angaben. Und du willst wirklich wegen der nach Dortmund, um sie anzusprechen? Ansprechen? Nein, ich will ein Date, Guido. Du willst ein Ansprechen. Date, genau. Guck. Ja, was ist das Problem? Weil hier, wo wir wohnen, gibt es hier keine schönen Personen. Ganz Das ehrlich. stimmt, der gibt wirklich keine schönen. Aber für dich, Ronja, oder? Also, Nee. ne? Nee. Warum nicht? Warum wohl? Ich weiß nicht, vielleicht ist sie in deiner Klasse und deshalb nicht, aber weiß ich ja nicht. Ja, also, wir gehen nach Dortmund. Wann hast du Zeit? Oh, ich fahre nicht wegen der nach Dortmund. Wann hast du Das ist Zeit? irgendwie schon so ein bisschen belastend, dass wir im Podcast jetzt darüber reden. Die Zuschauer haben keinen Plan, wen wir meinen. Stell dir mal Ist vor, auch die besser hört das so. und dann kommt die nach Papenburg. Ja. Als ob. Dafür musst du aber Also. den Namen leider sagen. Nein, ich muss gar nichts. Nein, nein. Die weiß schon, Mein wen ich meine. Bildschirmschoner ist angegangen. Oh, geht der automatisch an? Ah, ja, sicher. Nein. Doch. Ja, also ich würde gerne samstags hin. Samstags. Ja. Irgendwann Würde gern samstags in sein. den Ferien. In Habe ich den auch keine Ferien. Zeit. Also Sonntag geht auch, aber. Sonntag habe ich auch keine Zeit. Freitag. Habe ich auch keine Zeit. Und Wann ich hast du Zeit? arbeite. Was arbeitest du? Ich arbeite die ganze Woche, von montags bis sonntags. Jeden Morgen. Ja, wir müssen ja nicht morgens hin. Ja, wahrscheinlich fahren wir Nachmittag. Wenn wir da sind mit Zug, dann ist es schon wieder Abend. Wir können gerne fahren nach Gamescom. Wir können auch während der Ge Nacht. An nee, Lass Gamescom da, geht ja ey, nichts. Christian, wir müssen Stimmt. ein Abkommen machen. Wenn das der Podcast auf YouTube 100 Likes kriegt, dann sagst du, wer das so ist. Ja, wow, als ob der 100 Likes bekommt. Okay. Was machst du? Ja? Als ob der 100 Okay, Likes bekommt. dann mache ich mir jetzt 100 Fake-Accounts. Ja, ist klar so. So viele Nicht E-Mails, aber 100 E-Mails. Likes, 500 Aufrufe. 500 Aufrufe. Oh, ja. Nein. 100 Ich Likes. hab grad. Likes bringen mir nichts. Aufrufe sind wichtiger. Wir können ja sagen, bei 500 Abonnenten. 500 Abonnenten. Ja, irgendwann. Irgendwann sage ich es euch in ein paar Jahren. In ein paar Jahren. Genau. Und dann kaufe ich mir eine Vlogkamera. Eine Vlogkamera. Wie kann er das Also. denn wohl dann ja wohl bestimmt spendieren? Die hat ja wahrscheinlich genug Geld. Wie alt ist die Nein. eigentlich? Ich google das jetzt. 16. Wie alt? 16. Ich weiß, wie die ist. Die wurde letztens. Da die. Nein, das war jetzt zu offensichtlich. Mann. Wenn ihr die kennt, dann wisst ihr, wen ich meine, egal. Gibt's. Name ein. Die wurde 16.
Wie alt ist von Und ja, wie geht's dir noch so eigentlich? So gut, so schlecht? Mir geht's super. Aber Kollege, guck mal auf die Uhr. Was ist denn auf die Uhr? Wir haben noch 4 Minuten. Weil ich habe noch ein Thema, und zwar, wusstest du, dass ich jetzt 0,5 irgendwas Bitcoin habe? Du hast 0,5 Bitcoin. Ja. Wieso? Ja, hast du nicht das für TikTok von Elon Musk, also nicht von jemand Hast du anderem, das aber wirklich für. gemacht? Ja. Wie viel Geld ist das? Das sind 8000 Dollar. 8000 Dollar. Aber damit man das annimmt, muss man erstmal 130 Euro draufpacken, damit man erstmal selber Bitcoin hat. Dann kann ich das erst. Hey Junge, Alter, wenn du 130 Euro dazu packst, ne, und dann hast du. Wie viel? 8000. Dann habe ich, ja, aber. Hast du ordentlich Profit gemacht? Da kaufe ich mir einen besseren PC, aber ich bin mir nicht Dann sicher, ob ich das spendierst, machen soll. hey, Christian, dann spendierst du mir meinen Führerschein mit dem Motorrad. Ich spendiere den Ausflug nach Dortmund. Den Ausflug nach Dortmund, den will ich nicht spendiert haben. Warum? Das Ticket kostet 30 Euro. Ja, jetzt hast du Angst bekommen, ne? Jetzt willst du nicht mehr mit mir nach Dortmund. 30 Euro für ein Zugticket ist schon arg viel, ne? Ja, guck doch. 9-Euro-Ticket. Ne, hab ein Niedersachsen-Ticket. Ich kann ganz Niedersachsen mit Bus Aber und Bahn Dortmund ist es nicht. kostenlos. Dort ist Dortmund in Niedersachsen? Nein. Dortmund ist nicht in Niedersachsen, ne. Ja. Scheiß drauf, wir bauen die in Niedersachsen um und dann passt das. Genau. Wir müssen. Auf dem Weg dahin müssen wir nach Münster und von Münster müssen wir nach den Zug nach München nehmen. Und wenn wir dann verpassen, Dortmund, dann können wir ja Paluten besuchen. Im Ja, englischen genau. Garten. Wo wir schon beim englischen Garten sind. Wieso bist du ihm nicht hinterhergejoggt? Du hättest ja so, du hättest auch so tun können, als würdest du mitjoggen. Also warte, So. für die, die jetzt nicht im Stream Achso, geguckt haben. Entschuldigung, Es geht ja. gerade darum, dass ich Paluten im Englischen Garten in München gesehen habe. Aber ich wollte nicht hinterherrennen, weil er da lang gejoggt ist. Du kannst ja auch joggen, so tun, als würdest du joggen. Ja, guck mal, stell dir mal vor, Und ihn du bist ja, überholen. du hast ja YouTube. Stell dir mal vor, du hast jetzt so Ja. 5 Millionen Abonnenten, ne? Dann Wenn, kommt dann habe ich 10, aber okay. einer von diesen 5 Millionen an, rennt Schreibt dir ab. hinterher, schreit hinterher, ey, bist du nicht Du der sollst und ja nicht der? hinterher schreien, du sollst mit ihm Mama joggen. Foto! Ja, wahrscheinlich. Mama Foto. Ich renn zu dem nach Hause. Ah, du Dann stehe ich vor seinem Haus Geistiger. und sage so, moin, ich bin Abonnent 3.975 Millionen und dann, ich hätte gern 35 Kaffee. Euro. Was? Ja, bist du Wie jetzt kommst du stolz jetzt auf auf mich? 35 Euro? Also das Zugticket. Das Zugticket, Ah, 35 Euro. hier um 3:04 am 28.10. 19 Euro. Um 3:04 Uhr. Ja. Und wenn wir dann noch erste Klasse fahren, Erste Klasse, ja, hört sich gut an. danke, dann wären das 76. Ah, ne, das ist IC. Ey, lass Westfalenbahn einfach wären das. fliegen. Lass fliegen mit Privatjet. Ja, ist günstiger, oder? Ja. Nur ein paar Ich habe Millionen. ja einen in der Garage stehen. Genau. Kann man denn mit euer Boot, du willst ja ein Boot kaufen, ne? Mit deinen Eltern und so. Kann man denn nach Ja. Dortmund dann? Ist das möglich? Du kannst über Dortmund-Ems-Kanal fahren, ja? Ja, Ich glaube, na der lass geht doch nach nicht. Dortmund, weil der heißt Dortmund-Ems-Kanal. Hier ist die Ems, ja, sehe ich. Ja, Guck mal, ob die so. nach Dortmund geht. Wo ist Dortmund? Du Harem? weißt nicht mal, wo Dortmund ist, Alter. Dortmund ist in Österreich. Hier, Osten, Dortmund. Ja, jetzt muss ich erstmal. Das ist aber auch mitten in Deutschland, ne? So. Ganz eklig. Wie soll man denn hier in Köln? Köln. In Köln verläuft die Ems. Ah nein, der Rhein. Meinte ich. Und was vibriert da wieder bei dir? Bonn. Ja, ich hab wieder Dortmund. Ach da. Also wir können in Köln parken. Oder bis sogar ein bisschen früher.
die rein. Ruhr. Ruhr! Ja, wir können in Duisburg parken, dieses Boot, und können dann nach Dortmund laufen. Wie findest du das? Total toll. Dortmund, Duisburg, warte, ich guck mal, was der Unterschied ist. Warte, war ich nicht letztens in Duisburg? Doch, ich war letztens in Duisburg. Hallo? Wo habe ich denn da? Das sind 60 Minuten. Zu Fuß wären das. Ups. Zu Fuß laufen. Knappe, ganz kurze 11 Stunden und 17 Minuten. Also, geil, ne? Das machen wir. Dann können wir die 36 Knotenmauern nicht einheizen. Und was für Knoten? 36. 36 Knoten. Ich zeig dir gleich mal eine 36 Knoten. 36 Knoten, das ist die Geschwindigkeit für, also Knoten ist die Geschwindigkeit für Schiffe. Laufen? Schiffe? Ah. Ein Knoten sind irgendwie, ich glaube, 1,5 Können wir mal zum Grönlandsee? km/h. Grönlandsee, wo willst du denn ganz hin? Ist doch in der Nähe. Ah, genau. Hier ist der Dollard, genau neben uns. Nein, ein bisschen neben uns. Und Wenn du es. da geht's dann raus aufs offene Meer, ne? Okay. Hallo? Einverstanden. Können wir ein Okay, bisschen machen wir so. mit den Delfinen schwimmen. Aber Hört wenn sich du auch diesen gut. Führerschein hast, wie weit darfst du überall fahren? Halt, wo Weiß es ich gar normalerweise. nicht. Weil, ne? Aber dann wird es noch später, ne? Dann ist erst 2025. Wie 2025. 2025 erst, weil dann haben wir das Boot. Die Südantarktis. Können wir da mal Halt dein hinfahren, Maul. bitte? Das Da wird will ich nix. hin. Das wird Doch. nix. Südantarktis, Junge. Südpazifik, Nordpazifik, Nordamerika. Ups, ich bin falsche Seite der Junge, Erde. dann gehen wir unter wie die Titanic, Alter. Nein, wir sind die Titanic. Lass Das mal ist in. das Problem. ja. Gamescom, ne? Köln und von Köln dann nach der Oh Gamescom, weil mein wir wollen ja da Gott, schlafen, gehen wir nach Gamescom. Dortmund. In Gamescom, wir können da einfach. Das Boot hat ja 6 Schlafplätze. Wir können da Ja. einfach pennen. Ja, aber ich will ja nicht mit dem Boot nach Köln. Mit dem Boot nach Köln, dann können wir das anlegen und dann können wir schlafen. Dann brauchen wir, sparen wir uns Hotelkosten. Ja, aber ich wollte doch mit Motorrad nach Nix Köln. aber. Ja, können wir Aber auch ich. machen. Es gibt ja mehrere Jahre Gamescom. Ja, wow, Alter, soll ich jetzt jedes Jahr warten? Ich gehe einmal alleine hin. Weil ich bekomme ja schon meinen Führerschein so. Und ja. Deutsche Bucht. So. Was passiert? Ach, stimmt. Wir müssen wissen. Ups, da Komm habe ich die auf Zeit Tacho. vergessen. 23 Minuten, Leute. Ja, Ich neuer hoffe, Rekord, die. glaube ich, ne? Naja, doch eigentlich schon. Ja, ich weiß nicht, wie lange die erste Folge war. Aber also auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Das war wirklich ein geiler Podcast. Eine geile Folge. Nach einer Zeit hatte ich das mal wirklich gut angefühlt. Wir haben fast alle Themen durch. Joa. Aber habe Spar ich die das. Thema fürs nächste Mal auf. Ja. Eine Sache habe ich vergessen. Wir können die natürlich jetzt sagen. Dann hätten wir ein bisschen längeren Podcast. Nee, du. Aber. Guido, der hat leider keine Zeit, denn wir müssen auch noch ein Minecraft-Video machen, ne, Guido? Bad Wars, schönes Video, lang kam kein Video mehr. Schaut gerne auf meinen YouTube-Kanal vorbei. Falls ihr das auf Spotify guckt, ist der Link in der Videobeschreibung. Und falls ihr das auf YouTube guckt, ist der Link für Spotify-Podcast So, unten in der warte, bevor Videobeschreibung. du jetzt aufhörst, ne? Du hast gesagt, als er so auf Spotify guckt, dann ist Meint der ich? Link in der Videobeschreibung. Ihr wisst doch wohl, kann man da Beschreibung machen? Ich weiß es nicht. Egal, guckt euch Egal. um. Danke fürs Zuhören. Auf YouTube bewerten. Ah ne, auf YouTube und Spotify bewerten. Auf YouTube liken. Abonnieren, ganz wichtig auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Tschüss.